Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum Linke nicht links zu nennen sind, sondern einfach nur böse zu nennen sind. Sie geben sich nur als Linke aus. Das hat einen propagandistischen Grund. Sich eine linke Zugehörigkeit zu verschaffen bedeutet, dass man für Gerechtigkeit in der Gesellschaft ist, dass es den Armen besser geht, dass sie weniger ausgebeutet werden. Dieser linke Anstrich ist reine Propaganda. Und diesen Leuten, behaupte ich mal, geht es zum großen Teil nicht um Gerechtigkeit, sondern es geht um eine Haltung als Druckmittel gegen andere Menschen. Es ist zu unterscheiden zwischen Leuten, die sich einen linken Anstrich geben, und Leuten, denen es tatsächlich um Gerechtigkeit in der Welt geht, dass wir einen zivilisierten Umgang miteinander haben. Es geht immer darum, ein positives Selbstframing zu haben, um im Gegenzug dazu die Opfer, die man drangsalieren will, sie negativ zu framen und ihnen im Gegenzug genau die negative Vokabel zu verpassen, damit man Druck auf sie ausüben kann. Und dass man sie mittelfristig eine Eskalationsspirale antreiben, dass man sie auch ermorden kann. Ich habe mal eine Liste aufgestellt von Begriffen, die mir eingefallen sind. Aber die Liste ist bestimmt nicht komplett. Ich möchte euch hier einmal ein paar Begriffe vorstellen. Zunächst sehen wir die Vokabelbund. Die Grünen, Claudia Roth und viele andere, sie geben immer an, sie sind bunt und die AfDler, sie sind braun. Sie begründen das damit, dass die AfD einwanderungskritisch ist und dass sie den Islam kritisch sehen. Sie drehen das dann so, dass die AfD gegen die Religionsfreiheit ist. In Wahrheit ist es aber genau andersrum. Im Koran ist beschrieben, dass der Islam die einzige gültige Religion ist. Das bedeutet, dass wenn der sich ausbreitet mit dem, so wie er im Koran beschrieben ist, dann ist das genau keine Buntheit. Dann gibt es nur den Islam und dann haben andere Religionen keinen Platz. Und so ist ja auch die Lage in der Türkei, im Iran oder in ganz vielen islamischen Ländern. Es gibt keine Religionsfreiheit und das ist das Gegenteil von Buntheit. Die AfDler machen den Fehler, wenn sie gegen die Buntheit opponieren. Das erlebe ich auch auf YouTube, dass viele Leute den Fehler machen, gegen das Bunte zu opponieren. Das fällt mir bei Tim Kellner ein, der das ja immer so persifliert. Aber in Wahrheit steht Tim Kellner und stehen die AfDler für Buntheit, weil sie für Religionsfreiheit einstehen. Das heißt, diese Propaganda ist genau vertauscht. Diese Leute betiteln sich als bunt, aber sie sind es in Wahrheit gar nicht. Und das ist aber im Unterbewusstsein prägt sich's ein, dass diese Leute bunt sind. Und die AfD und Sympathisanten und die Bürgerlichen müssen dem entgegenwirken und müssen den Leuten verklickern, stopp, diese Leute betiteln sich als bunt, aber sie sind das in Wahrheit gar nicht. Und diejenigen, die als braun betitelt werden, als einfältig, wie die eben die AfD, sie müssen darauf bestehen, dass sie die für die Buntheit stehen. Sie dürfen gegen diese positive Vokabel nicht opponieren, sondern sie müssen um diese positive Vokabel kämpfen. Um jede positive Vokabel muss man kämpfen und darf nicht gegen sie opponieren. Ein weiteres Beispiel ist die Vielfalt. Vielfalt ist auch positiv besetzt und diese Vokabeln probieren Grüne, SPD und viele andere auch für sich zu nutzen. Als Gegenteil von Vielfalt könnte man das Wort Einfalt heranziehen. Vielfalt wird eben differenziert, vielschichtig, interessant und dagegen eben das Einfache. Und damit probieren sie ja die AfD zu betiteln, dass sie eben gegen Vielfalt stehen. Das Gleiche gilt auch für Multikulti, das steckt da eigentlich mit drin. Die AfD steht für Multikulti und nicht die Grünen. Wenn sie Grünen für den Islam sind oder die Islamkritiker mundtot machen, dann decken sie ja das Bestreben des Islams, der ja im Koran eindeutig angelegt ist, eben die anderen Religionen zu verdrängen. Insofern ist das dann kein Bestreben nach Multikulti, sondern es ist das Gegenteil. Es gibt ganz viele Leute, die führen das privat aus, die Religion. Ich habe da auch einen sehr guten Freund, der zieht eisenhart den Ramadan durch, aber ist ein absolut toleranter und korrekter Mensch. Da gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Und da bin ich mir relativ sicher, dass er diese negativen Aspekte des Islams, dass er die nicht lebt und dass er die auch gar nicht weiß. Ich glaube, viele wissen das nicht. Man darf nie vereinheitlichen. Es gibt ganz korrekte Menschen, da muss man immer ganz arg aufpassen. Aber es ändert nichts daran, dass im Koran eben festgeschrieben ist, dass der Islam die alleingültige Religion ist und dass die Ungläubigen zu bekämpfen sind und dass Leute das missbrauchen können. Eine weitere Vokabel ist Mitte. Mitte wirkt immer richtig. Rechts und links, je weiter nach außen, wirken umso unverhältnismäßiger. Es wirkt unausgewogen, unausbalanciert.
Angela Merkel oder früher Gerhard Schröder war der Erste, der halt eben diesen Begriff Mitte probiert hat, propagandistisch zu instrumentalisieren. Ein weiteres Framing, das ist vor allen Dingen für die Grünen wichtig, sie geben sich immer sehr menschlich, sehr gefühlsbetont. So werden sie auch in den Medien, von den Altmedien dargestellt, besonders bei Markus Lanz. Im Gegenzug wird die AfD immer unemotional dargestellt. Unemotional, unmenschlich dadurch. Eben keine gefühlsbetonten, liebenswerten Menschen, sondern sie sind eben kalte Menschen. Ein weiteres Mittel ist, ruhig zu sein. Angela Merkel und andere probieren immer, Ruhe auszustrahlen. Das wird ausgewogen und die AfD wird immer so ein bisschen so wütend, schreierisch dargestellt. Die Grünen und die anderen sind mild und die AfD ist immer eisenhart und kalt. Die Altparteien, die Grünen, sie geben sich immer als authentisch aus. Die Altmedien probieren immer, den Frame zu geben. Und bei der AfD das genau das Gegenteil. Populistisch ist eine schlimme Hetzvokabel und sie bedeutet, dass der Populist was anderes denkt als das, was er sagt. Also das ist genau das, was die Linken die ganze Zeit machen, wie sie die AfD und die anderen an der Nase rumführen. Dieses Framing darf man niemals akzeptieren. Wenn man das auf sich sitzen lässt, bedeutet immer, dass der Mensch einem nicht vertrauen kann, weil man führt immer irgendwas im Schilde, man redet den Leuten nach dem Mund, um einen anderen Zweck zu erreichen, den man den Leuten nicht sagt. Das ist immer furchteinflößend. Dann eine weitere Vokabel, ehrlich und unglaubwürdig, seriös und unseriös. Das geht auch ein bisschen zusammen mit dem Populismusbegriff, dass der AfD immer so einen unseriösen Anstrich gegeben wird. Sie wollen die einfachen Lösungen, die in Wahrheit nicht funktionieren. Und die Altparteienpolitiker, sie sind die Seriösen, die die Probleme in der Tiefe angehen und keine einfachen Lösungen haben. Merkel und die anderen geben sich sachlich, die AfD ist unsachlich, kompetent, inkompetent. Merkel und die Altparteien, sie wollen das Gute, vor allen Dingen die Grünen wollen das Gute für die Umwelt und die AfDler, die wollen das Schlechte, sie wollen nicht das Gute. Dann noch weitere Beispiele, sozial, marktradikal, neoliberal, das ist eben auch mit diesem Begriff links ist das eben drin, dass es eben ein zivilisierter menschlicher Umgang ist, den dann die Bürgerlichen und die AfD nicht pflegen. Die Altparteien, Altmedien geben sich immer modern. Die AfD wäre rückwärtsgewandt. Auch noch wichtig, dass die Linken geben sich immer als beliebt aus, dass sie angesehen sind und die AfDler sind immer die Verlierer der Gesellschaft. Linke Organisationen probieren die Propaganda gleich auch in Organisationsnamen einzupacken. Beispiel das Zentrum für politische Schönheit. Sie sind schön. Oder Aufstehen gegen Rassismus, da ist dann auch ein moralischer Imperativ mit drin. Oder die Antifa, antifaschistische Aktion. Und die AfD wird natürlich genau umgekehrt betitelt. Sie sind die Populisten, Faschisten und so weiter. Diese Linken, diese bösen Menschen, machen diese Propaganda wahrscheinlich rein intuitiv. Sie spüren das Gewinnen durch Täuschung. Und sie haben ein Gefühl, ja, dass wenn sie nicht täuschen, dass ihnen was entgeht. Und wahrscheinlich fühlen sie sich richtig high, wenn sie täuschen und es ihnen wieder gelingt, auch mit solchen Propagandamitteln andere in das Licht zu führen. Ihr ganzer Lebenssinn besteht darin, zu täuschen und Überlegenheit dadurch zu erlangen. Das erscheint mir mittlerweile vollkommen klar. Und ich kann mich jetzt, es ist wahrscheinlich die Kunst, sich zu probieren, sich in diese Leute reinzuversetzen und zu verstehen, wie sie denken. Man muss so lange nachdenken, bis die Handlung einer Person einen Sinn ergibt und sie nicht mehr dumm erscheint. Ich kann jetzt sozusagen dieses Gefühl von diesen Linken ein bisschen nachvollziehen, glaube ich. Dass ich mich in sie hineinversetzen kann, mich in sie hineinspüren kann, wie sie denken, wie sie fühlen. Und das ist ganz wichtig, weil wenn man das kann, dann kann man auch ihre Handlungen vorausahnen. Dann versteht man, was sie wollen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was für Begriffe euch noch einfallen. Macht's gut.